Guten Morgen. Leib haben wir schon vor, im Namen Jesu gemeint, Nadine. Ich danke dir für deine Leib. Ich danke dir für deine Güte, du bist ein wunderbarer Gott. Herr, wir möchten uns diesem Tag mit dir begegnen. Herr, wir weiten dort, uns ist dort bewusst. Wir möchten die Norden kommen, eine wahre Deipe begegnen, mit dir haben als ganze Christenheit. Das bitte ich in Jesus im Namen. Amen. Ich glaube, David wisst, wo dort Hand führen wird, sein Wunsch, eine Maja von Gottes sehen wird, wo er den Tempel bauen will, wo er alles reiten muss, dort er sein Leib zu Gott. Das erste Verstrettchen von Kapitel 4 von 2. Chronik. Zusammen stimmten die Sänger und Musiker ein Loblied für den Herrn an. Begleitet von Trompeten, Zimbern und anderen Instrumenten sangen sie das Lied. Der Herr ist gütig, seine Gnade hört niemals auf. Während sie sangen, kamen die Priester wieder aus dem Tempel heraus. Da erfüllte die Wolke der Herrlichkeit des Herrn das ganze Haus, so dass die Priester ihren Dienst im Tempel nicht mehr verrichten konnten. Das wie ein herrlicher Moment. Wenn der all dort galt und all dort strömte im Tempel, wenn dort bloß ein schmacker Tempel gewesen wäre, dann hat alles nicht geholfen. Ein schmacker Tis Gottes ohne Gottes Jen wird das nicht. Das hat nicht. Da all dort schmacker, was David da geplant hat, was Salomo da gebeten hat, das wie am Gott ehre, dass wir am Gott loben. Aber wo sie das alles da abwarten, wie das Gott wörtlich sich darauf legt, dass Gottes Jähn wird zu Hand kommen. Und mir fällt das ab, als sie Gott loben, als sie Gott Lobleider singen. Dann kreit in dem Moment, kommt Gottes Herrlichkeit so stolz und an, dass der Priester nicht im Tempel bleiben können. Salomo betete, der Herr, du Herr, hast gesagt, dass du im Dunkel einer Wolke wohnen willst. Nun aber habe ich dieses prachtvolle Haus für dich gebaut. Möge es ein Ort sein, an dem du, Herr, für alle Zeiten wohnen wirst. Wahrscheinlich ist das, wenn Menschen sich mehr wenn Menschen sich daran bemühen, um das Gottes sehen wird, nicht entkommt. Und Gott dann antwortet. Ich glaube, das ist nicht so kompliziert. Gott antwortet. Die Bibel sagt dort, dort waren wir am Seetje vom ganzen Horte, dann wird er sich von uns Finger lassen. Und ich glaube, das ist, was hier passiert. Und ich glaube, daran macht wie beten. Wir machen daran beten, Gott, komm. Komm nach uns. Erfäll unsere Kirche mit deiner Gegenwart. Erfäll unsere Hiese mit deiner Gegenwart. Wie Brücke Gott, Dalle aus jemals der Menschheit Gott gebrückt hat. Wir leben in der Schuborre-Tit. Ich glaube, wir sind uns bewusst, dass wir in der Endtit leben. Und wie Brücke Gottes Herrlichkeit mit uns. Herr, ich bete, halb uns das zu verstehen in der Wichtigkeit von der du bei uns bist. Herr, dass du die Mang uns manifestierst, Herr. Dass wir die erkennen. Herr, dass das nicht bloß wie du sind, sondern dass du am Aktor bist, Herr. Das bete ich in Jesus' Namen. Amen. Ich wünsche dir einen schönen Tag.